Ich habe, wie ihr ja gesehen habt, auf der Animaku was Schönes gekauft bei Figuya. Wieder viel Geld losgeworden. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und das packen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Das ist nämlich das Neueste vom Neuesten. Und ich bin schon den ganzen Abend aufgeregt, dass ich das jetzt endlich auspacken darf. Das mache ich bei Geschenkpapier auch mal so. Von Publika. Wie immer wunderschön verpackt mit goldenen Lettern. Ich immer die Box nicht knicken will, ne? Das ist ganz schlimm. Noch mehr Papier. Noch mehr Papier. Jetzt hängt mir die Tesafilm. Schön. Und noch mehr Papier. Und ein Plastikteil. Das können wir bestimmt noch rausfinden, was das ist. Das ist ein gutes Stück. Sieht durch das Mutterpapier eigentlich ganz cool aus. Aber sie glänzt. Sie ist gut schwer. Man hat ordentlich was in der Hand. Mit Spiegel. Sie ist, wie gesagt, relativ schwer. Und jetzt sind wir mal auf die Sounds gespannt. Wir mussten etwas gucken, welche Knöpfe da überhaupt für was sind. Wir haben ja einmal diesen kleinen Stern, sehr schwer zu entdecken. Der ist dafür, dass Sounds abgespielt werden, beziehungsweise japanische Stimmen von der Chibi-Moon. Hier draußen ist der eigentliche Sound-Button. Dieser in der Mitte hier, um die Sounds abzuspielen. Und hinten wechselt man im Prinzip die verschiedenen Modi. Das hier hinten ist der Lautstärkeregler. Ihr hört es am Sound. Das ist leise. Jetzt nicht viel lauter. Jetzt ist es lauter. So. Na, und damit ihr das auch gut hören könnt auf dem Video, stellen wir das jetzt mal auf laut. So. Wir sind jetzt im ersten Modus. Das ist der grüne. Und dann hören wir mal an. Und dann nehmen wir mal den zweiten los. Das könnt ihr hier hinten über diese Taste steuern. Warum hat sie auch zu leuchten? Okay, und jetzt noch den dritten Modus. Und dann schauen wir mal drin.
einmal diese kleine Taste und da spricht die Chibi nun. Es gibt einen sehr schönen Effekt auf dem Spiegel. Ich habe nur Mama und Freunde verstanden. Und der zweite Song. Auf jeden Fall gefällt sie mir sehr gut. Ich finde auch die Verzierungen hier drin sehr schön. Es glänzt alles. Der Spiegel ist auch nochmal separat mit Folie geschützt. Was ich auch sehr süß finde, ist hinten, wo der Sound rauskommt, diese kleinen Sternchen. Also da haben die sich schon echt was einfallen lassen. Alles originalgetreu sein. Und diesen Spiegeleffekt halt bei dem Sound finde ich halt wirklich auch sehr cool gelöst, weil wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie die Brosche von Chibimon von denen aussieht, aus der Serie. Da haben sich auf jeden Fall was Nettes einfallen lassen. Kommen wir jetzt zur Vorderseite. Ihr seht schon, da ist ein toller Effekt drauf, wenn man diesen Schalter hier bewegt. Also der Kristall ist wieder wunderschön umgesetzt von Publika. Es glitzert, es ist pink, es ist alles toll. Ich liebe es. Die Knöpfe sind auch wieder perfekt eingearbeitet, sodass man eigentlich überhaupt nicht feststellt, dass es Knöpfe sind. Ich musste auch erstmal suchen, was überhaupt drückbar ist und was nicht. Hier vorne und halt dieser kleine Stern nochmal innen drin. Auf jeden Fall perfekt versteckt. Und da hat sich Publika noch was Kleines einfallen lassen, was wir eigentlich von den Stäben ja schon gewohnt sind, aber bei den Groschen haben sie es so ein bisschen bis jetzt verpennt gehabt. Hat man hier noch so einen kleinen Aufsteller mit bei. Das ist einfach so ein kleiner Plastikaufsteller. Einfach damit die Brosche, wenn man sie aufgeklappt hat, im Regal oder in der Vitrine stehen hat, nicht irgendwie blöd nach hinten kippt, kann man die dann quasi hier schön drauf platzieren. Quasi dann so hinstellen, dass sie direkt aufpasst. Naja, so würde sie, so wackelt sie halt und so hat sie dann halt einen festen Stand. Und bevor ich der neuen Brosche ihren Platz zuweise, wollte ich einfach mal mit dem Publika Stab vergleichen, den es dazu gibt. Ihr seht schon ein paar Farbunterschiede und ich muss auch sagen, die Brosche ist schon irgendwie ein bisschen schicker. Also sie glänzt mehr, das hier ist eher so matt glänzend. Und das ist wirklich schon eher klar. Also man sieht schon ein paar Farbunterschiede. Ich finde, da haben sie sich auf jeden Fall noch mehr Mühe gegeben als beim Stab. Aber ich stelle das trotzdem zusammen. Muss ja trotzdem zusammengehören, ne? Tata. Perfekt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen. Und wir sehen uns. Denn im Namen des Mondes informieren wir euch.